schön, dass du da bist. Du bist Maskenbildnerin am Staatstheater hier in Cottbus. Genau. Und wie lange bist du jetzt schon am Haus? Also 10 Jahre, seit 2001. Nicht schlecht. Mhm. Aber warst du, also bist ja auch noch sehr jung, also warst du vorher schon noch in einem anderen Haus oder ist es dein erstes großes Arrangement? Nee, es ist mein zweites. Ein Jahr war ich in Chemnitz am Schauspielhaus. Mhm. Und Und warum nur ein Jahr? Wie bist du dann in Cottbus getroffen? Und eigentlich durch die Gundel, die hat damals... Gundula Martin. Ja, ich bin Martin, die Ausstellungsleiterin. Die hat damals ein Stück Die Räuber gemacht und war so begeistert von der Chemnitzer Maske. Und ja, es haben halt hier Leute gefehlt. Und die Steffi, mit der ich jetzt hier bin, die hat dann eine Scherbmaskenbildnerstelle gesucht und war halt gerade eine frei. Und ja, so hat sich das ergeben. Und eine Kollegin, die Brigitte, die war gerade im Schwangerschaftsurlaub. Und dann war ich eigentlich nur für diese Schwangerschaft. Und dann hat sich das halt irgendwie so ergeben. Und jetzt bin ich schon 10 Jahre hier. Wie lange dauert es, so eine Perücke zu knüpfen? Naja, so in der Regel sagt man so 40 Stunden, so eine Woche. Also dann hat man den Kopf halt, dann macht man eine Montur, also einen Grundstock. Das ist so ein Netz, ein Tüll. Meistens ist es Thermotüll, das sind so, der wird durch Hitze erwärmt und der formt sich dann an, genau, schmiegt sich an den Kopf an und ja, dann sucht man sich halt die Haare raus und dann knüpft man halt. Und wenn man halt gut Zeit hat, ist man schnell und wenn der Kopf etwas größer ist, dann dauert es auch ein bisschen länger. Also ganz witzig, wir haben jetzt gerade, es war unser Horrorkopf Ingo Witzke, der Riesenmensch, der hat einen 66er Kopf und jetzt kriegt er endlich eine Perücke und wir haben uns schon alle gefreut, wenn das auf uns zukommt und das ist wirklich unser größter Kopf, aber wir haben ihn schon fertig. Und nicht schlecht. Ja. Und vorher, du hast eine Ausbildung als Friseurin gemacht, oder? Genau. Also ich habe in Leipzig, komme ich nicht her, habe ich eine Ausbildung als Friseurin gemacht und dann war ich 2 Jahre in Berlin an der Maskenbildnerschule. Aufbauend auf deine Ausbildung oder währenddessen noch? Nee, danach. Also ich habe eine abgeschlossene 3 Jahre Ausbildung als Friseurin gemacht und dann nochmal 2 Jahre in Berlin. Okay, ist das dann quasi nochmal eine Ausbildung ja, oder genau, ist das... Genau. Also das war eigenständige Berufe. Okay, ja. Aber es ist wahrscheinlich notwendig oder auf jeden Fall fördernd, wenn man vorher sowas wie Visagistin oder Friseurin gelernt hat, oder? Friseur ist ganz gut. Friseur ist auf jeden Fall ein gutes Grundhandwerk für diesen Beruf. Also das ist, kann ich auch jedem, der den Beruf gerne machen möchte, empfehlen. Also ja, man macht ja auch, es gehört ja eben nicht nur Schminken dazu, sondern auch... Es sind zwei grundlegend verschiedene Berufe, aber man lernt erstmal fürs Leben schon was und das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Wie schafft ihr das, wenn man für eine Perücke irgendwie 40 Stunden braucht? Helft ihr euch dann auch gegenseitig, weil ihr seid ja auch, es laufen ja auch manche Stücke parallel, also ihr könnt ja auch nicht immer alle an einem Stück arbeiten, oder? Ja, also in der Regel ist es so, dass ab der Konzeption, man geht hin, also außer man weiß jetzt, manchmal ist es so, dass wir die Ausstatter auch anrufen und sagen, wir haben gerade nicht so viel zu tun, hast du schon was für uns? Und dann, wenn die sagen, ja, pass auf so und so, Frau sowieso oder so, bekommt auf jeden Fall eine Perücke, da könnt ihr schon mal beginnen damit, dann machen wir das meistens und dann, wenn es sehr eng ist, dann hilft man sich halt gegenseitig. Also wir sind eigentlich wirklich eine gute Abteilung, die wirklich im Ernstfall, wenn es hart auf hart kommt, immer gut zusammenhält. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Und ich glaube da, wie Herr Schüler so schön sagt, ich bin sehr zufrieden mit unserer Maske, kann er wirklich froh sein. Also, weil wir sind eine Abteilung, die dann wirklich im Ernstfall immer gut zusammenhält. Ja. Und fühlst du dich wohl hier in Cottbus? Ich meine, 10 Jahre ist ja wirklich schon eine Zeit. Und das heißt... Ich fühle mich prinzipiell wohl, ich mag die Stadt, die ist klein und überschaubar. Und, also ich habe ja 2 Jahre in Berlin gewohnt, ich möchte jetzt nicht unbedingt nach Berlin wieder zurück. Es ist mir einfach zu viel. So. Ich bin gern dort und ich fahre da auch gern wieder weg. Also von daher. Und du hast gesagt, du hast in Chemnitz ein Schauspiel jetzt nur gemacht. Genau. Jetzt hast du hier quasi die Möglichkeit, nicht nur Schauspiel, sondern auch Oper und Ballett. Das ist ja doch, schminkt man anders? Ja. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung hier, so das Musiktheater. Aber ich habe es auch sehr lieben gelernt jetzt. Also ich mache beides sehr gerne und für mich hat beides gleichwertige Prioritäten. Also beim Ballett ist manchmal so ein bisschen, dass du denkst, die schminken sich oft alleine und so, die brauchen eigentlich so. Wirklich? Ja, die sind sehr selbstständig und machen viele Dinge so alleine, aber... Wie kommt das? Also ja, das ist, glaube ich, bei denen so, dass die in der Ausbildung schon alleine das so ein bisschen lernen und auch sich immer die Damen oder die Frauen auf den Knoten machen müssen oder die Männer sich selbst einen Scheitel ziehen oder so. Und dadurch sind die immer sehr selbstständig. Und das finde ich immer schade, dass das so ein bisschen dann wieder Reicher oder der Helfer nur so ist. Ja. Okay, aber eigentlich nimmt es dir ja auch Arbeit ab, oder? Also ich meine, ja, gut, aber ich meine, im Endeffekt will man das ja dann so machen. Ja. Und man hat ja so irgendwie seinen Grund, wie man so eine Maske anlegt oder denjenigen dann an dem Abend, wo man irgendwie nur das Puder reicht, dann ist das manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber
Nicht nur, also es ist ja nicht nur so komplett. Wenn ihr jetzt, ich meine, ihr habt ja auch einen sehr, sehr engen Kontakt auch zu den Darstellern, zu den Tänzern, zu den Sängern, zu den Schauspielern. Weil ich meine, ihr habt die ja manchmal stundenlang bei euch sitzen. Ja. Ne? Und ich meine, man unterhält sich ja auch. Ja. Wie ist es da manchmal? Ihr seid ja auch manchmal, vielleicht haben die Sänger mal einen schlechten Tag oder ihr mal einen schlechten Tag. Wie kommt ihr da so untereinander mit klar? Ist das manchmal schwierig, auch so nah jemandem zu sein? Es ist definitiv so, dass man, glaube ich, als derjenige, der denn quasi demjenigen, dem anderen irgendwas gibt, also ihn verändert in seiner Rolle, seine Probleme auch so ein bisschen draußen lassen muss. Also ich glaube, es ist definitiv so, wenn man sich einige Jahre kennt und mit den Leuten viele Dinge schon zusammen gemacht hat, zum Beispiel mit Conny oder mit Gesine oder so, habe ich viele große Stücke schon zusammen gemacht und dann kennt man sich so. Ne? Ja. Und man weiß irgendwie, wie so mit anderen vielleicht so steht. Also wenn jemand besonders aufgeregt ist oder so, Gesine wird zum Beispiel nur ganz leise, ich sag gar nichts mehr. Und Conny ist total so ein bisschen. Und ja, dann kennt man sich halt. Und das ist, man spürt, man muss ein Gespür füreinander entwickeln. Und, und ich glaube, dass man auch so ein bisschen ein kleiner Psychologe ist. Aber ich glaube, der Maskenraum ist auch immer so ein Ort, wo die Darsteller, wenn sie von anstrengenden Proben kommen oder ja, sie kommen einfach alle zusammen und man unterhält sich. Und es wird ganz viel gelacht, es wird auch ganz viel geweint. Die Frauen weinen auch manchmal. Und wenn dann irgendwas nicht klappt oder schlecht gesungen oder für sie schlecht gesungen, was vielleicht jemand anders gar nicht so merkt, dann wird auch geweint oder so und dann kriegt man sich auch wieder ein und macht man halt mal nach einer Vorstellung, sagt man, komm, wir machen mal eine Flasche Sekt auf und jetzt trinkt man einen Schluck und dann geht's auch wieder, wird wieder gelacht und also es ist sehr, ein sehr emotionaler Raum. Ja. Und viel, oder es wird geschimpft über jemanden, über den Regisseur oder sonst irgendwie. Sich ausgekotzt oder über Kollegen oder wie auch immer. Also es kommt viel zusammen. Aber es bleibt halt auch so schön wahrscheinlich. Es bleibt doch da. Es bleibt da. Ne? Natürlich, ja. Ja. Also Maskenbildner sind natürlich auch sehr neugierig. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Und ja. Und beim Schauspiel und bei der Oper, was ist da so der Unterschied? Ich kann mir so vorstellen, das ist ja, also wenn man jetzt die Opern jetzt hier auch so sieht, irgendwie, die sind ja meistens doch ein bisschen so opulenter, was auch die Masken und die Haartracht auch so angeht. Ja. Und es sind natürlich auch viel mehr Leute, wenn man so eine Oper mit, wie macht ihr das? Kann man da jeden gleich behandeln, wenn man jetzt so Opernchor und Solisten hat? Also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier einfach mal definitiv zu wenig Leute für sind, dafür, dass es, sag ich mal, wie an einem großen Opern in der Stadt, so in Berlin oder so, gehandhabt wird, dass der Chor gerecht behandelt wird und die müssen schon auch viel alleine machen. Und wir setzen eben beispielsweise jetzt nur die Perücken auf. Also das ist halt ein kleineres Team und dadurch werden es halt, kommen halt manche so ein bisschen kurz. Aber im Großen und Ganzen so die Wertigkeit. Ich denke mal, wir behandeln das Schauspiel eigentlich genauso wie das Musiktheater. Und also manchmal sind die Sachen opulenter und manchmal sind sie auch beim Schauspiel opulenter. Also zum Beispiel König Lear war zum Beispiel sehr aufwendig für uns. Stimmt. Und und wie ist das? Ich meine, ihr seid ja auch zum Teil halt auch nur Vermittler. Ich meine, da gibt es einerseits die Vorstellung des Regisseurs und des Ausstatters, des Kostümbildners, der eine gewisse Vorstellung hat von der Figur. Ja. Und dann hat man den Sänger oder den Schauspieler, den Tänzer, der vielleicht in der Figur was ganz anderes sieht. Und ich meine, dann ist man ja selber auch nur Vermittler oder ausführende Kraft. Ja. Und dann sind die manchmal mit dem Kostüm nicht zufrieden, manchmal mit der Maske nicht zufrieden. Wie ist das, wie schwierig ist das für euch, das dann umsetzen zu müssen, obwohl man weiß, dass man demjenigen nichts Gutes tut, weil er sich ganz unwohl fühlt? Ja. Ist schwierig manchmal, aber oft ist es ja so, dass man ist ja nur auch alles in ein Produkt dessen. Ne? Und ich glaube, jeder Darsteller weiß oder jeder Profi weiß dann auch irgendwie, dass es ein Mittel zum Zweck ist. Ne? Also das ist der Rolle helfen soll und es gibt Leute, die sich damit total gut arrangieren können, die sich freuen, es gibt Menschen, Darsteller, die sich total gut verkleiden können und die das total gerne machen und die auch Maskenmenschen sind und wissen, dass das nur dadurch auch irgendwie der Rolle Leben einhaucht. Mhm. So, und dass sie nicht immer nur Frau sowieso oder Herr sowieso sind. Ne? Und es gibt natürlich auch welche, die das irgendwie gar nicht so können. Das ist dann natürlich schwierig, da muss man irgendwie gucken, um vielleicht irgendeinen Kompromiss zu finden, dass derjenige sich etwas wohler fühlt, was nicht immer so einfach ist, ne? Weil man ja dazwischen irgendwie immer vermitteln muss und man steht immer dazwischen, der eine sagt dann irgendwie so und so und der andere sagt dann sowieso und das macht man nicht so einfach. Ja, aber natürlich ohne die Darsteller, wenn die nicht wären, also die tragen natürlich, also wir können so viel schön schminken, wie wir wollen, aber wenn sie es nicht zeigen und spielen, egal ob Chor, Maske oder ja, wer auch immer, dann wenn die nicht der Sache kein Leben einhauchen, dann
hat unsere Arbeit auch keinen Sinn. Ja, und wie viele Leute seid ihr jetzt so? Sagen wir für jetzt für eine große Oper mit Chor, wie viele Leute arbeiten dann? Zu wie viel seid ihr dann abends, wenn ihr da? Naja, maximal zu 8. Also weil wir haben 4 Plätze unten, 4 Plätze oben, mhm. einer 4 oben in der Herrenmaske und 4 unten in der Damenmaske. Also das ist das Maximale so. Ja, ja. Und wie lange vorher fangt ihr an? Also wenn jetzt 19:30 die Vorstellung losgeht? Ja, meistens so 2, also maximal 2 Stunden vorher. Okay. Also wenn jetzt was wirklich sehr Aufwendiges ist, dann fängt man halt so weiter an. Und manchmal, so gerade ich bin ja viel in der Damenmaske, also die Frauen sind dann auch froh, wenn sie noch ein bisschen Zeit haben, einfach sich einzusingen oder noch ein bisschen in sich zu gehen. Mhm. Und sind dann froh, wenn dann der Chor kommt, dass sie raus sind, dass sie einfach sich konzentrieren können, wenn sie große Partien haben. Ja. Und ihr müsst dann, also manchmal gibt es ja Umzüge wie währenddessen und manchmal sind ja auch schnelle Sachen und da muss schnell eine Frisur gewechselt werden. Ja. Das braucht dann wahrscheinlich auch, also erstmal, ich meine, dafür sind ja dann die Endproben auch da, dass man das lernt, aber auch schon mal was da schiefgegangen, irgendwie was nicht geschafft bei einer Vorstellung. Ist immer gut gegangen. Naja, gut, ich meine, es passiert bestimmt mal, dass man vielleicht, wenn man jetzt wirklich was ganz schnell machen, jemand die Haare hochstecken muss oder so, dass dann vielleicht eine Strähne wieder rausfällt oder so. Ja. Das ist bis jetzt toll, toll, toll. Noch keine Perücke abgefallen. Also, okay. Also das ist vielleicht mal irgendwo, dass was abgeht durchs Schwitzen oder so, aber das sind halt Sachen, die kannst du nicht so beeinflussen. Ja. Life is life und sind manchmal so eine Sache. Macht auch den Reiz aus eigentlich, ja, ne? Ja. Und ich glaube, so weit sind dann auch alle irgendwie, wissen das auch jeder, dass das passieren kann. Ne? Ja. Und wie ist das, was machst du persönlich am liebsten? Also ich meine, es gibt ja fantasievolle Stücke, Märchen, wo wirklich auch mal eine richtige Maske gemacht wird. Oder ihr fertigt ja auch richtige Gesichtsmasken an, wie zum Beispiel jetzt auch für Lehrer dürfen nackt nicht tanzen. Mhm. Da ist ja einer unserer dünnsten Schauspieler, den habt ihr ja ganz dick geschminkt. Also wir haben eine Kostümabteilung, hat einen großen Waton irgendwie dazu beigetragen und ihr habt dem ja wirklich ins Gesicht richtige Fettpolster geschminkt und angeklebt. Und dann natürlich wiederum so Opern, wo die Damen halt wirklich schön und glamourös aussehen müssen. Ja. Was macht ihr da so? Ist es die Mischung macht's oder ist es halt, irgendwie gibt es Sachen, die dir besonders viel Spaß machen? Ja, also das mit dem Lehrer sollten nicht tanzen, hat auf jeden Fall Steffi gemacht. Also das ist so ihr Fachgebiet. Okay. Sie macht das gerne mit Schaumteilen und Modellieren und so. Und ich mache sowas auch ganz gern mal. Also ich glaube, bei mir ist auf jeden Fall die Mischung macht's. Okay. Also es ist schön, wenn man irgendwie von allem was machen kann. Und wenn man auch nicht nur Frauen oder machen muss, sondern auch Männer. Also es ist beides schön. Gibt es bei euch einen Unterschied zwischen Herrenmaske und Damenmaske oder wechselt ihr oder hat sich das so einfach eingespielt und manchmal ergeben? Also ich glaube, seit wir da sind, seit den letzten 10 Jahren, hat sich so ein bisschen gemischt. Beim Musiktheater ist es manchmal schwieriger, einfach aufgrund der Menge von Leuten, dass man sagen muss, also die Herren müssen halt alle in die Herrenmaske und die Damen alle zu uns. Und wenn dann noch der Chor und Extrachor oder so kommt, dann passt das einfach nicht. Aber es gibt dann halt Darsteller, die dann halt gerne in die Damenmaske kommen. Zum Beispiel Jens Klaus Wilder will immer gern zu uns und dann macht man ihn halt, weil man sich halt gut kennt und weil man ihn mag und weil man ihm ja vielleicht auch damit was Gutes tut und er sich wohlfühlt. Ja. Und gibt es da tatsächlich auch könnerischen Unterschied? Also ich meine, wenn man die Damen so auf der Bühne sieht, das ist ja natürlich, das sind die Frisuren, sind also jetzt bei der Oper jetzt zum Beispiel irgendwie, ne, Eugen und Jägen zum Beispiel, Anna Sommerfeld im dritten Akt, ne, mit dieser wundervollen Frisur und dieses tolle Geschminkte. Und dann die Männer sind dazu immer so ein bisschen fade, also nicht, dass sie nicht gut aussehen, sondern einfach so, ich meine, da muss man halt keinen Lidschatten und keine künstlichen Wimpern. Ja. Ja, natürlich ist es so, wenn man die Männer haben durchaus immer weniger, aber oft ist es manchmal auch so die Masse. Es gibt Stücke, wo die Männer sehr viel haben, weil zum Beispiel bei Anna Tefka sind so viel Bärte, dass die Herrenmaske hinterher ordentlich zu tun hat, um das alles wieder sauber zu machen und aufzuräumen und alles zu ordnen und so. Und wir dann eigentlich in der Damenmaske schon die Tür abschließen und nach Hause gehen. Ne? Es ist halt unterschiedlich. Also ich bin definitiv in der Damenmaske viel und ich glaube schon, dass die Damenfach mir auf jeden Fall liegt und ich da auch so ein bisschen mein Steckenpferd habe, wo ich damit gut komme und auch mit den Frauen eigentlich ganz gut, glaube ich, kann. Mhm. Aber du hast gerade halt erzählt, ihr müsst halt auch viel modellieren. Also das ist ja auch dann wirklich nicht nur Schminken, sondern tatsächlich auch Handarbeit und richtig Plastik auch. Ja, also es ist definitiv der Beruf kein nur künstlerischer Beruf, sondern auch ein handwerklicher Beruf. Also es ist sehr viel Handarbeit und man macht schon mehr
handwerkliche Sachen, als dass man jetzt künstlerisch nur ist oder nur schminkt. Also es sind schon viel auch handwerkliche Sachen. Mhm. Gerade wenn man sieht, wie eine Perücke gemacht wird oder so, dann ist das schon eher ein handwerklicher Beruf. Wenn jetzt Ausstatter zu euch kommen, es gibt die Figurinen, mhm. die ungefähr so eine Richtlinie bedeuten, in was für eine Richtung man sich entwickelt. Dürft ihr auch eure eigenen Sachen einbringen? Werden auch eure eigenen Vorschläge genommen? Oder ist es so, dass ihr wirklich nur vom Blatt arbeiten müsst? Es ist unterschiedlich. Es gibt Ausstatter, die sind sehr konkret darauf festgelegt, was sie gerne möchten. Aber es gibt natürlich auch Ausstatter, die sagen, oder die Darsteller vielleicht nicht so kennen und die sich dann auch ein bisschen auf das, dadurch, dass man die gut kennt, weiß, was demjenigen vielleicht so stehen würde, daraus ein bisschen drauf vertrauen. Und man kann dann ein Stück weit manchmal einen Hinweis geben oder so, oder einen Vorschlag machen. Und manchmal wird es angenommen und manchmal eben nicht. Und ja. Macht es dir Spaß, so auch Vorschläge zu unterbreiten, ja, und Sachen auch für dich, ja, rauszutüfteln? Ja. Und dann ja, das ist, also ist zum Beispiel Gundula Martin oder so, die ist dann schon offen und hört sich das an. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch, dass man sich ja selber damit einbringt. Also wenn man das nur so überbeholfen kriegt, dann ist man ja einfach nur ein Produkt dessen. Ja. Hm. Ja. Ich meine, eure Arbeitszeiten sind ja auch nicht so. Also ich meine, ihr fangt ja wirklich, also ihr müsst ja meistens parallel auch zu den Aufführungen arbeiten. Wie schafft ihr das dann noch, die ganze Vorbereitung? Ich meine, ihr knüpft die Perücken selber, ne? ihr bereitet Frisuren vor, ihr müsst natürlich auch üben, weil ich denke mal, wie gesagt, bei König Lear, um das jetzt mal so als wieder aufzunehmen, das waren ja wirklich, also da war ja, ihr habt wirklich so Tribals auch auf die Gesichter geschminkt und noch Zöpfe geflochten. Genau. Und sowas muss man ja auch wahrscheinlich üben, das geht ja nicht einfach so. Kann man ja nicht. Also ja, also im Großen und Ganzen, ich meine, wenn man so ein bisschen Berufserfahrung hat, dann weiß man ja ungefähr, wie es läuft. Dann probiert man halt, bevor man in so eine Endprobenwoche geht, einfach mal Sachen aus. Man malt dann halt irgendwas auf oder ja, mit den Frisuren, dann mit den Zöpfen, das haben wir halt einfach mal am Kopf geflochten. Und dann haben wir das dann sind ja mehrere Proben, dann hat man ja Zeit, das zu entwickeln. Also der Grundstock steht, dass man ungefähr weiß, wie es geht. Und ist dann, glaube ich, für den Auszubildenden schwieriger, weil der dann, wenn er so reingeworfen wird, dann muss ich dann erstmal, wie mache ich das überhaupt oder so. Aber man, denke ich mal, nach 10 Jahren hat man schon so ein bisschen Erfahrung, wie was läuft. Und da kann man dann sich auch auf sein Bauchgefühl so ein bisschen vertrauen. Ja. Übt ihr aneinander oder an Perücken oder wie macht ihr das? Ja, also meinetwegen, dass man dann sagt, komm, setz dich mal, ich muss es mal ausprobieren. Aber in der Regel, also so gerade auch, man probiert dann halt einfach was aus und bietet das zur Ausstellungsprobe an und entweder es gefällt oder nicht, dann muss man es halt nach der nächsten Probe wieder verändern. Ja. Also man bespricht sich ja dann mit dem Ausstatter und ja. Und ich meine, die Arbeitszeiten sind ja auch nicht immer so einfach. Ne? Ihr müsst manchmal abends arbeiten. Jetzt läuft hier, ne? Gestern war die letzte Siegfried-Vorstellung. Das ist ja auch einfach ein langer Schinken irgendwie so. Und da ist es dann vier Stunden, glaube ich, viereinhalb. Und das ist ja, ich meine, ist ja eigentlich ein Arbeitstag irgendwie dann vorbei. Wie schafft ihr das dann noch irgendwie, eure Dienstpläne? Also wer koordiniert bei euch die Dienstpläne, dass das alles so funktioniert mit den Vorstellungen, mit den Vorbereitungen, mit dem Perückenknöpfen und... Naja, also Steffi, unsere Chefin, die koordiniert halt den Dienstplan und hat eine 40-Stunden-Woche, ganz normal, einen Tag, freien Tag in der Woche, manchmal auch zwei oder so, aber... Man ist halt in bestimmten Vorstellungen drin und in manchen eben nicht. Und dadurch kommt man halt auch mal auf zwei freie Tage. Und es gibt Leute, die arbeiten halt gern morgens ein paar Stunden und gehen dann nochmal nach Hause und arbeiten dann lieber abends nur zur Vorstellung nochmal. Ja, am Wochenende gehen wir dann immer nur zur Vorstellung. Und so kommt man halt auf seine Stunden. Und man muss sich halt organisieren, seine Sachen wieder auffrisieren oder vorbereiten für die Vorstellung. Zwischendrin haben wir ja auch immer noch diesen Produktionsstress für neue Produktionen. Dann sind wir, wenn wir zum Beispiel einen Tagesdienst haben, dann sind wir hauptsächlich in der Werkstatt und arbeiten halt für die Produktion, für die Neuproduktion. Und die dann halt bis zur Premiere oder bis zur Ausstellungsprobe dann fertig sein müssen. Ja. Wenn so Stücke abgespielt sind und sagen wir Perücken dann einfach wieder zurückkommen, weil sie nicht mehr gebraucht werden, was macht ihr denn damit? Werden die dann erstmal aufgehoben wahrscheinlich und dann auch nochmal neu? Ja, also wir sammeln dann alles zusammen, nichts mit und notieren halt, wer von wem das war, von welchem Darsteller. Dann wird es, wir haben so ein Fundus, dann hängen wir die halt auf und oft brauchen wir sie dann auch wieder, weil man halt viel auf Maß und auf Gipsköpfen oder auf Schaumköpfen und die sind halt dann wirklich maßangefertigt und die passen halt demjenigen dann. Und dann weiß man halt, ja, in dem Stück hat er ja dann die und die Perücke, die muss man halt vielleicht mal einfach mal umfrisieren oder
für Frau sowieso haben wir die und die Perücke, die können wir gleich nehmen, um sie dann einfach anders zu frisieren oder wie auch immer. Im besten Fall, aber oft genug müssen wir dann halt auch Sachen neu machen, weil sowas gar nicht da ist. Ja. Nochmal auf die Arbeitszeiten zurückzukommen. Ich meine, du sagst ja, du hast einen Tag frei in der Woche, aber das sind halt auch Sonntage, es sind Samstage, es sind Feiertage, an Weihnachten, an Silvester, an Ostern. Ja. Das sind auch immer Peakzeiten natürlich im Theater, wo natürlich die Leute gerne ins Theater kommen an ihren Feiertagen, wo ihr dann natürlich dann arbeiten müsst. Ja. Das schweißt, denke ich, ja auch so ein bisschen mit dem Ensemble zusammen, weil die haben natürlich auch die gleiche Arbeitszeit. Man feiert ja dann zum Teil wirklich die Feste auch zusammen, weil man sie halt, wenn man nicht in der Lage ist, die mit der Familie zu feiern. Ja, das stimmt. Ne? Ist es manchmal auch schwierig irgendwie? Ich meine, du hast es jetzt zum Glück nicht so weit nach Hause. Irgendwie Leipzig ist ja jetzt nicht ganz so weit weg. Mhm. Aber es macht es schon schwieriger, oder? Ja, also ist definitiv so. Also ganz am Anfang, bevor ich überhaupt den Beruf erlernt habe, dann habe ich in Leipzig am Opernhaus halt mal so ein bisschen Praktikum gemacht, habe mich mit den Maskenbildnern so unterhalten, wie es so läuft im Beruf. Und die eine hat zu mir gesagt, und ich war mir damals dessen wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst, überleg dir, ob du das machst. Du hast immer die Feiertage, nie frei. Ich habe gesagt, ja, ich will das unbedingt. Ich meine, ich war dann gerade mal 19 oder so. Und im Nachhinein denke ich manchmal, sie hat recht gehabt. Ich meine, ich liebe den Beruf über alles. Ich wüsste nicht irgendwas anderes. Ich will das schon machen. Also ich habe das als kleines Kind schon immer gesagt. Und wenn ich manchmal Leute treffe, die mit mir in die Schule gegangen sind und dann fragen, ja, Mensch, was machst du jetzt? Und dann sage ich, Maskenbildner. Die überlegen dann immer kurz und sagen, wolltest du das nicht schon immer machen und so. Also das ist schon mein Traumberuf, aber das sind dann manchmal so Momente, so Weihnachten oder so, wenn man weiß, man lässt die Familie zurück und mein Vater ist zum Beispiel im Herbst gestorben. Und dann weiß man, dass das geht so zu Ende und wie viel Zeit hat man mit denjenigen noch. Und dann fährt man wieder weg und ist wieder nicht mehr da und ist dann schon manchmal so ein bisschen deprimierend, aber im Großen und Ganzen, wenn man dann da ist, dann geht es auch wieder. Ne? Dann ist der Alltag man ist ja auch nicht da. Alleine, man ist ja nicht der alleinige Kämpfer, der dann da steht, sondern man ist ja dann auch, man ist ja nicht, ne? Und das ist das Gute, Techniker das müssen arbeiten. Weg, Genau. Wie ist das jetzt? Ich meine, ihr habt jetzt Urlaub im Sommer, ich habe gehört, du fährst nach Salzburg und ich meine, das ist dein einziger Urlaub und es zeigt ja auch doch, dass es dir unglaublich viel Spaß macht, dass du in deinen Ferien oder in deinem Urlaub auch noch arbeitest. Ja. Was machst du in Salzburg? Was ist das? Also ich bin jetzt schon das fünfte Jahr in Salzburg bei den Festspielen und das ist schon auf jeden Fall ein imposanter und beeindruckender Ort und man sieht einfach mal, dass die oberste Liga da sich trifft und die Creme de la Creme aller Sänger und Schauspieler vom Burgtheater bis Annalena Trepko oder was auch immer. Ne? Ja, die tollsten Musiker, die wieder Philharmoniker sieht man da und hört sie vor allen Dingen. Was wirklich sehr beeindruckend ist. Ja, und es ist halt schön, weil man kann, so lange wie man irgendwie, ich bin auch ungebunden, ich habe keine Familie, kann man halt das noch irgendwie machen. Und ja, man hat halt auch schon Freundschaften da geschlossen und verbringt halt so ein bisschen den Sommer zusammen. Ist ja wahrscheinlich auch total spannend. Man hat, ne, es kommen ja nicht nur Leute aus Cottbus, sondern auch Leute von anderen Häusern, freie Maskenbildner. Genau, und man nimmt halt neue Impulse mit und bringt neue Impulse auch wieder mit. Ne? Also das ist, man ist schon, wenn man von da kommt, auch immer so ein bisschen beflügelt und freut sich wieder auf das, was kommt. Auch, es ist halt nicht nur anstrengend. Und, aber man kann sich halt auch schöne Sachen angucken und kriegt halt mal irgendwie andere Impulse und das ist eigentlich toll. Und das geht? Ihr dürft einfach so im Sommer arbeiten? In der Ferien? Ja. Man muss schon mal nachfragen und Herr Martin Schüler, unser Intendant, ist immer sehr wohlwollend und freut sich darüber, dass man da hinfährt und auch sehr stolz, glaube ich. Ja, ihr vertretet ja auch das Staatstheater. Ja, ich meine, dass du jetzt schon das fünfte Jahr in Folge auch eingeladen wurdest, bedeutet ja auch, dass du eine sehr solide, sehr gute Maskenbildnerin ist. Ja, naja, also sehr gut würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, man behauptet sich nach 5 Jahren dann schon auch so ein bisschen dort. Wie bist du da hingekommen? Wie hat sich das ergeben? Ja, es hat sich eigentlich so ergeben, dass die Steffi, unsere Chefin, da ein Jahr war und dann habe ich sie da im Sommer besucht und habe mich da auch einfach beworben und ja, so hat sich das halt so ein bisschen ergeben und wenn man dann da war, dann rufen sie einen halt meistens über Ostern, dann haben die diese Osterbespielung da immer an und fragen, wie sieht's aus, hast du Lust? Und dann kann man sagen, ja, ich habe Lust oder ich habe keine Lust. Und ich sage dann halt, in dem Zeitraum kann ich leider nur. Und ja, dann entweder es geht oder es geht eben nicht. Ich meine, du arbeitest dann wirklich dann die 6 Wochen, dein 6 Wochen Sommerurlaub, den arbeitest du durch. Fehlt dir das nicht auch so ein bisschen oder ist das für dich auch eine Art von Urlaub? Vielleicht anders, als man normalerweise macht, vielleicht anders als natürlich ein Strandurlaub, aber... Ich überlege jedes Jahr wieder, ob ich fahre, aber irgendwie packt es mich dann immer wieder aufgrund, dass ich halt sage, ja, okay, das
bin jetzt ungebunden und solange mich das noch irgendwie geht, dann mache ich das halt. Mhm. Aber ja, klar, natürlich, es fehlt einem schon so ein bisschen, dass man sagt, okay, man ist mehr Erfahrung oder so, aber die Berge dort und die Umgebung ist sehr schön, also man kann sich auch entspannen und dann macht man mal einen schönen Wandertag zusammen und geht irgendwie auf den Berg oder was weiß ich, läuft auf eine Alm und ja, ist dann da schön und ja, so, oder einen schönen Seetag, die Seen sind wirklich sehr schön, die Umgebung und so. Ja. Na schön, sehr spannend. Kann man dich mal im Theater besuchen, irgendwie mal gucken, klar, wie du glaubst? Ja? Ja? Okay, ja, dann würden wir demnächst mal vorbeikommen. Okay. Ja, dann würde ich dann erstmal sagen, vielen Dank und bis bald. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.